This is it. Das Orga-Team vom 17. Open-Air-Dance-Contest in Fürth am Lindenhain. Das ist das Bike. Das ist Sabine Tipp vom Jugendkulturmanagement Connection. Wir machen das seit vielen Jahren zusammen und heuer auch. Und in diesem Jahr haben wir ganz, ganz viele Gruppen und neue Kategorien. Wir haben Kids, Solo, Duo, Teens, die offene Fränkische Meisterschaft und für alle, die sich nicht bewerten lassen möchten, die Open Stage. Ich heiße Johnny von Kratzweil, komme aus München und habe die Ehre, hier dieses Jahr mit am Start zu sein im Judge-Team. Auf jeden Fall, worauf ich Wert lege beim Judgen, ist auf jeden Fall, dass die Leute Spaß haben. Sprich, Gesichtsausdruck ist für mich ganz, ganz wichtig beim Tanzen, weil durch die Körpersprache und Gesichtsausdruck zeigt man einfach, dass man eigentlich auch Lust hat. Und es sollte auch authentisch rüberkommen und nicht gezwungen. Ich gebe mehr Wert auf Choreografie und die Technik. Ich meine, wenn die Sachen reinpassen, Hammer. Synchronität ist halt auch natürlich eine Sache, wo ich sage, so, hey, die musst du machen. Man muss 100% sein, wenn man was macht, wenn man Locking macht, dann muss es einfach sitzen. Und zum Beispiel, wenn man Dancehall macht, dann soll man Dancehall tanzen, aber richtig ausführen. Dass man ihnen abnimmt, was sie machen, dass sie Power auf die Bühne bringen, dass sie dynamisch sind, dass sie ihre Personality mitteilen, dass sie die Leute mitreißen. Was aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass jeder auch Hip-Hop so ein bisschen eigen definiert. Ich finde das auch sehr schön, weil es auch wichtig ist, jeder lebt praktisch Hip-Hop ein bisschen anders. Was es natürlich am Ende ein bisschen schwieriger macht, das Ganze zu bewerten. Und heute haben wir auch schon einige gesehen, also einige Crews, einige Kids-Crews, die uns schon voll begeistert haben, die mit voller Elan dabei waren. Es ist total warm draußen, wir sind alle am Schwitzen, aber wir haben mega Spaß. Gerade zweiter Platz gewonnen im Duo. Es ist cool, dass Fürth sowas macht, weil sonst denkt man immer so, ja, Nürnberg hat das ganze Zeug, aber Fürth hat auch was zu bieten. Ich war heute Moderator beim Open Air Dance Contest, das dritte Mal jetzt dabei, total geil gewesen, es war mir wie immer ein Fest und das Schöne ist eigentlich, dass es alles wie so eine, das ist sehr familiär gehalten, also jeder ist für jeden da, jeder macht auch mit und jeder erkennt auch das, was die Crews da oben auf den Bühnen leisten. Wir sind heute hier zum fünften Mal in Folge und die letzten Jahre haben wir es nie ins Finale geschafft. Und das letzte Jahr haben wir so hart trainiert, weil wir das so sehr wollen. Und dieses Jahr ist nicht nur unser Traum wahr geworden, ins Finale zu kommen, sondern wir haben gewonnen und wir sind super glücklich. Weil das Event an sich ist hammergeil. Ich empfehle es euch auf jeden Fall wieder, nächstes Jahr wieder am Start zu sein. Und ja, ich bin glücklich, ein Teil davon zu sein. Yo, hier ist B-Boy Kodo von der Time to Change Crew. Hier ist der Rest von meiner Crew hinter mir. Es war heute ein super Event in Fürth. Hat uns super gefallen. Viele krasse Crews. Jury war toll. Wetter war genial. Freuen uns schon auf nächstes Jahr.